Jetzt mal völlig unabhängig, wie herzhaft diese Frage im Allgemeinen an sich eigentlich war, ist es trotzdem eine interessante Überlegung. Lass uns da mal drüber philosophieren. Wie würde man in einer solchen Zombie-Apokalypse reagieren? Ich glaube, es würde einem bis zuletzt natürlich der eigene Überlebenswille trotzdem noch leiten, so hoffnungslos das Ganze scheinen mag. Und ich glaube, es würde einem auch so ein bisschen die Hoffnung am Leben halten. Eben jene Hoffnung. Na, hier hält sie schon am Ende, oder? Nee. Doch. Alter, ist hier schon die Mauer? Oh, scheiße. Scheiße, ich bin viel zu hochfürchtig. Ich komme echt in Konflikt mit dem Berg, fürchte ich. Die Hoffnung am Leben halten, dass vielleicht doch irgendwie, irgendwo, weit draußen, die Welt ist ja groß, theoretisch, noch jemand ist, dem es genauso geht. Wenn es jetzt wirklich diese Zombie-Apokalypse gibt und man ist selbst nicht infiziert, man ist selbst Überlebender, man ist irgendwie immun, warum auch immer, dann fragt man sich doch, warum. Das Ganze hat so ein bisschen, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit der Arche Noah. Ist so ein bisschen diese komplette Ausrottung der Menschheit. Aber halt auch irgendwo nicht gänzlich komplett, sondern mit so einer ganz kleinen Ausnahme. Auserwählte quasi, die dann die Menschheit doch wieder weiterführen. Also es ist vielleicht so ein bisschen wieder dann auch die Ausrottung des Bösen. Sodom und Gomorra, kennen wir ja. Und, soll man sagen, ne? Jetzt gibt es vielleicht wirklich so ein paar Auserwählte, die diese Zombie-Apokalypse halt eben überleben und die sich dann irgendwo treffen müssen, um für die Menschheit einen Neuanfang zu gewährleisten, wie man es auch nennen mag. Ja. Jetzt müssen die ja natürlich nicht unbedingt direkt nebeneinander sein. Das war jetzt, bei der Geschichte der Arche Noah muss man jetzt natürlich irgendwo auch sagen, der Glaube war damals, dass das alles niedergeschrieben wurde, ein ganz anderer als heute. Und die Wissenschaft war noch längst nicht so weit wie die Wissenschaft heute. Was es natürlich dann an der Stelle irgendwie bedeutet, ich muss hier leider weiter. Oh, nee, da habe ich dazu gemacht. Jetzt zugemacht, jetzt muss ich nochmal gucken, Entschuldigung. Ah, Steine 90, doch, da ist zu. Achso, weil ich hier einfach überhaupt noch nichts gemacht habe. Nichts hat er gemacht. Wir haben wieder nichts gemacht, der Kerl. Nichts hat er gemacht. So. Ich muss es leider einen Moment lang erstmal nochmal so halten, wie es ist. Leider, leider. Genau. Das war ja ganz toll. Bevor ich jetzt einmal komplett im Kreis drehe, ganz im Ernst, setze ich lieber nochmal neu an. Ja, das kommt nämlich eigentlich relativ schnell, da ist er schon, so.
Kennt ihr das? Dieser Typ, der immer irgendwas anfängt und nie zu Ende bringt, weil er sich ständig selber ablenkt mit irgendeinem Quatsch. Auf jeden Fall, jedenfalls. Ja. Also, damals war man ja auch von ausgegangen, es gibt Adam und Eva als die zwei allerersten Menschen, von denen stammen alle ab. Die Forschung kam erst sehr viel später, die dann zeigte, dass das biologisch so nicht machbar ist, wenn es nur Adam und Eva gibt und mal davon abgesehen sowieso, dass die zwei Söhne hatten, Kain und Abel. Der eine hat den anderen umgebracht. Und von dem Rest stammt dann wieder der Rest der Menschheit ab. Wo kam denn da die Frau eigentlich her? Muss ja dann doch irgendwo noch eine andere Familie gegeben haben. Aber gut, lassen wir mal so hingestellt. Auf jeden Fall zur Theorie zurückkehrend. Es ist ja vielleicht möglich. Ach, gehst du jetzt mal da durch? Wenn die blöde Schreierin jetzt da unten wieder anfängt, irgendwas zu zerlegen. Ne, die ist direkt neben mir. Die muss. Ich muss hinter der Mauer sein. Hoffen wir, die blöde Kuh ist an den Spikes verreckt. Ist natürlich klar, weil ich jetzt hier am Bauen bin, dass die blöde Nuss dann da spawnt und da wieder nervt. Das ist. Müssen sich bei diesen ganzen Bauprojekten regelmäßig irgendwo zwischendurch erstmal kleine Ausgänge legen, durch die man schnell rauskommt, um diese blöden Schreierinnen loszuwerden, weil die eben dann, egal wo man gerade baut, rum immer alles zerhacken. Das gibt's doch nicht. Das. Es sind immer noch welche. Fallen die jetzt in meinem Graben rum oder was machen die? Hört ihr jetzt mal auf mit dieser Scheiße? Ich bin beschäftigt, verdammt. Die sind aber auch so bescheuert, ne, wenn ich hier oben gucke. Du hörst und siehst nichts. Kaum bin ich wieder unten, tauchen sie alle wieder auf. Keine XP gekriegt, aber tauchen noch nicht wieder auf. Schlimm an dem Ganzen ist, dass da unten halt im Moment immer noch der Eingang offen ist und dass sie mir hier permanent, wenn sie wollten, in die Bude spazieren könnten. Vielleicht erstmal schon mal ein Tor rein. Die blöden Schreierinnen kloppen sich ja sowieso durch, wo sie lustig sind. Aber andere lassen sich vielleicht erstmal ein Momentchen von einem Tor abhalten. Leute, ich werd nicht fertig hier. Die gehen mir halt auf den Zengel. Ja, sobald ich dann rauskomme, sind die Fische. Die haben doch hier auch schon wieder ewig schon Swing.
Die haben ja auch schon wieder einen Tunnel gegraben. Die wollen mich doch echt verarschen. Das sind genau die zwei, die ich eben schon weggeschossen hatte. Die haben noch gelebt, ne? Dann habe ich da wieder einen ewig langen Tunnel gegraben. Die machen mich echt wahnsinnig. Echt bald geneigt umzuziehen und ja, es bringt aber auch nichts. Eisen, 6 Schraubenfedern, 12 Mechanical. 6 Schraubenfedern, 12 Mechanical. Schraubenfedern mehr, das ist so zum Reiern. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Eisen ich brauche. Ich habe nicht genau geguckt. Ich nehme nochmal was mit. Mach du mal eben. Jetzt auf keine Pistolmuni mehr. Meine ganze Pistolmuni verbraten. Ach du Scheiße. Ist aber echt langsam äußerst unangenehm. Mit meinen Ausführungen bin ich jetzt auch nicht weitergekommen. Ich wollte eigentlich im Grunde genommen nichts weiter sagen, als man geht davon aus, dass irgendwo noch irgendjemand sein muss. Es kann doch nicht sein, dass man wirklich der einzige ja, Immune ist, nicht Infizierte ist. Und dass da doch echt noch irgendwo jemand sein muss und dass man denjenigen nur finden muss und dass er halt nicht wie bei der Geschichte damals bei der Arche Noah vielleicht direkt neben einem ist, sondern dass er vielleicht auch ein bisschen weiter weg ist, aber man wird ihn dann vielleicht finden und wenn man ihn gefunden hat, dann wird alles gut. So, irgendwie. Das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Aber man lässt mich ja nicht. Genau. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass man deswegen einfach weiter kämpft und weiter durchhält. Weil man halt eben irgendwie die Glauben, die Hoffnung nicht aufgeben kann, nicht aufgeben will, dass da irgendwo noch einer ist. Dass man halt doch nicht ganz allein ist. Ob sich das dann je bewahrheiten wird, das weiß man nicht, aber das, ja. Das ist irgendwie auch so ein bisschen eine Frage, was man selbst für ein Charakter ist. Es gibt mit Sicherheit auch viele, die irgendwann aufgeben würden. Diesen klassischen Drang zu überleben haben anfänglich, glaube ich, erst einmal alle. Ausnahmslos. Dann gibt es mit Sicherheit viele, die sehr viel länger kämpfen und die nicht aufgeben, egal was passiert.
Na, es wird mit Sicherheit auch welche geben, die diese Einsamkeit irgendwann nicht mehr aushalten, nicht mehr ertragen. Und ja. Die dann halt eben sich selbst noch ihr Leben aufgeben.